Hallihallo, heute mal wieder ein grundlegendes Video und zwar zur Netzwerkumgebung. Wir sprechen heute über NAS-Laufwerke, NAS. NAS-Laufwerke sind nicht trocken oder nass. NAS-Laufwerke heißen Network Attached Storage, also ein Speichermedium, das in meinem Netzwerk herumhängt und das haben wir da angehängt und können darauf zugreifen von verschiedenen Rechnern. Gehe ich mal auf meinen Labyrinth Mindmaps, kann ich es kurz mal aufmalen. Ihr habt also einen PC, sage ich jetzt mal, und da gibt es noch mehr PCs bei euch in der Wohnung, von der Mutti, von der Omi und was weiß ich, und die möchten jetzt gemeinsam auf ein NAS-Laufwerk zugreifen. NAS. NAS. NAS ist NAS. Das ist eigentlich nichts anderes als, ich sag jetzt mal, so eine Art Festplatte, die im Netzwerk herumhängt. Ne? Als hättet ihr eine Festplatte, die netzwerkfähig ist. Ohne dass dann ein spezieller Rechner eingeschaltet sein muss. Denn die NAS hängt quasi an eurem, ich sag jetzt mal, im Regelfall an eurem Router. Jedenfalls da, wo man ein Netzwerkkabel Cat5 heißen die normalerweise, einstecken kann und an eurem Router hängt dann auch euer PC, damit ihr zum Beispiel ins Internet kommt. Ne? Wenn ihr ins Internet wollt, braucht ihr ja einen Router und da ist das Internet. Internet. Das nette Internet. Mal gucken, dass ich das hier alles auf meinem Bildchen hier unterbringe. So, der Router, da ist das Internet. Und hier ist euer lokales Netzwerk, ne? Da hängt das NAS-Laufwerk am Router, euer PC hängt am Router. Da habt ihr noch einen anderen PC, das ist der von der Oma. Und dann hat die Schwester auch noch einen PC und so weiter. Einen habt ihr noch im Keller und das ist noch ein PC. Könnte auch eine kleine Firma sein. Und irgendwo gibt es im Netzwerk auch das NAS, also was eigentlich nur, ich sag jetzt mal, eine Festplatte ist, die eine eigene Stromversorgung hat, die mit einem Kabel verbunden ist mit dem Router, so dass jeder PC theoretisch drauf zugreifen könnte. Aber das Ganze, wie gesagt, ist in eurem lokalen Netzwerk und ihr wollt jetzt vielleicht, dass jeder PC oder bestimmte PCs aufs NAS zugreifen können, um zum Beispiel die gemeinsame Musiksammlung oder Bildersammlung oder Urlaubsbilder anzusehen oder Dateien drauf abzuspeichern. Ihr habt einen PC im Büro und dann geht ihr gern im Keller und schraubt da hobbymäßig rum. Wollt dann nicht immer mit dem USB-Stick mit die Daten mitnehmen und irgendwo im Netzwerk hängt noch das NAS. Das kann auch auf dem Dachspeicher stehen. Spielt keine Rolle, Hauptsache es hat eine Kabelverbindung zum Router, meinetwegen auch über WLAN. Und jedenfalls könnt ihr dann von verschiedenen PCs auf dieses NAS zugreifen über den Router. Manchmal hat man auch noch einen Switch mit drin in größeren Netzwerken, um den Datenverkehr so ein bisschen zu verteilen. Gut, wie sieht so ein NAS aus? Ich habe heute mal eins geschenkt bekommen. Manchmal kriegt man so als Systemadmin ausrangierte Geräte. Da habe ich zum Beispiel diese Buffalo Link Station. Dieses Gerät ist jetzt ein paar Jährchen alt und ich habe mir von der Homepage von Buffalo nochmal die Anleitung runtergeladen. Denn das Gerät, da war ein Passwort eingestellt, das musste man erstmal zurücksetzen. So sieht die Rückseite aus, da gab es einen Reset-Knopf. Konnte ich erstmal das Passwort wieder auf Standard stellen. Dann hat es das Stromkabel, der hängt natürlich am Strom. Ist aber stromtechnisch immer noch günstiger, als wenn ich ständig einen PC oder Server laufen habe. Und dann gibt es das Netzwerkkabel, wo ich gesagt habe, Cat5, das geht zu unserem Router. Ne? Das ist das Kabel, das zum Router geht. Ne? Und dann hat es halt noch da hinten irgendwie Strom. Das ist das andere Kabel. Die beiden Kabel sieht man da jetzt im Bildchen. Stromkabel und das Kabel, das zum Router geht. Ja, so sieht so ein Ding aus. Und das hängt jetzt irgendwo im Netz, das kann irgendwo stehen, ganz unauffällig und tut seinen Dienst. Manchmal hat man auch mehrere NAS-Laufwerke
ich nenne es jetzt mal NAS 2, die sich gegenseitig sichern. Das kann ich jetzt mal wegnehmen, dass das Ding Strom braucht. Ist euch auch klar. Zwei NAS-Laufwerke, die möglichst weit entfernt voneinander, zum Beispiel in einer Firma, voneinander stehen. Das heißt, wenn es da brennt in der Abteilung, dann hat das andere NAS-Laufwerk immer noch die Daten gesichert. Ist eine ganz nette Sache, das machen die Gerätchen dann unter sich selber aus. Aber ich gehe mir davon aus, ihr habt ein NAS-Laufwerk. Gut, jetzt hatte ich das Ding und wollte es irgendwie unter Linux zum Laufen kriegen. Das mit dem Passwort hatte ich, wie gesagt, schon erledigt und hatte mir von der Homepage nochmal das alte Manual, also die alte Betriebsanleitung, besorgt. Gut, erste Hürde ist natürlich, ihr müsst irgendwie Kontakt aufnehmen zu diesem NAS-Laufwerk. Das hat so eine ähnliche Oberfläche, wie die Router das normalerweise haben. Dazu braucht ihr normalerweise die IP-Adresse des NAS-Laufwerks. Steht dann meist im Handbuch, wie man darauf zugreift. Das ist meistens die erste Hürde, überhaupt mal darauf zuzugreifen. Hat man die IP-Adresse? In den Standardeinstellungen holt sich das NAS-Laufwerk oftmals die IP-Adresse per DHCP. Also direkt vom Router kriegt eine IP-Adresse zugewiesen. Dann, wenn ihr zum Beispiel die IP-Adresse nicht wisst, ist es zum Beispiel sinnvoll, das NAS-Laufwerk erst nach dem PC einzuschalten. Dann wisst ihr, aha, die IP-Adresse ist wahrscheinlich die, die mein PC hat plus 1. Wie kriege ich meine eigene IP-Adresse heraus? Ich kann jetzt zum Beispiel mal Terminal starten. Gehe ich mal hier drauf, Terminal. Und ich könnte meine eigene IP-Adresse von meinem PC, den ich eingeschaltet habe, mit ifconfig herausfinden. Und das NAS-Laufwerk schalte ich dann kurz drauf ein. Und dann hat das wahrscheinlich, falls es sich auch per DHCP vom Router die IP-Adresse holt, wahrscheinlich dieselbe IP-Adresse wie euer PC plus 1. Also die nächsthöhere. So kann man es rauskriegen. Oder ihr geht in das Webmenü eures Routers und schaut, welche Geräte angehängt sind. Meist erkennt man dann die entsprechenden NAS-Laufwerke. Gut, hat man das NAS-Laufwerk identifiziert, kann man zum Beispiel darauf zugreifen. Hier in meinem lokalen Netzwerk weiß ich jetzt zum Beispiel, dass er jetzt eine IP-Adresse hat, die 1 höher ist als mein PC. Mein PC hat in diesem Moment 192.168.8.20 und das NAS-Laufwerk habe ich 1 später eingeschaltet. Also komme ich damit quasi auf mein NAS-Laufwerk. Falls das nicht funktioniert, versucht mal, das NAS-Laufwerk direkt am PC anzuschließen. Dann gibt es dann oft auch Hinweise in der Beschreibung, welche IP-Adresse der standardmäßig hat. Manchmal wird aus Sicherheitsgründen auch gefordert, dass man es direkt an den PC anschließen muss bei der ersten Einrichtung. Gut. Admin ist normalerweise der Administrator. Und ein Standard-Kennwort wäre zum Beispiel Password. Mit D, also nicht Passwort, sondern Password oder 12345 oder sowas. Ich habe natürlich schon das Passwort geändert. Zack. So, Admin. Login. So, also ich bin verbunden bereits mit diesem NAS-Laufwerk. Hat diese IP-Adresse, wie gesagt, holt sich das Ganze im Netzwerk über DHCP, also kriegt die IP-Adresse vom Router zugewiesen. Ihr könnt auch eine feste IP-Adresse festlegen. Das könnte jetzt im Folgenden auch ganz witzig sein, denn ihr wollt vielleicht jeden Tag mit derselben IP-Adresse auf euer NAS-Laufwerk zugreifen. Gut, und dann gibt es meistens so eine Gruppen- und Benutzerverwaltung und Ordnerverwaltung. Zum Beispiel habe ich da einen Ordner angelegt. Den Ordner habe ich jetzt mal NAS genannt. Hier sieht man, hier kann man alles schön einstellen. Und den merken wir uns mal. Den Ordner habe ich einfach mal NAS genannt. Und dann habe ich mich als Benutzer, The Rackrunner, zum Lesen und Schreiben zulässig hinzugefügt. Das geht hier mit so Pfeilen, kann man dem Nutzer hinzufügen, dass der Benutzer, The Rackrunner, drauf zugreifen darf. Gut, und dafür muss man natürlich auch Gruppen und Benutzer anlegen. Zum Beispiel The Rackrunner, den musste ich erstmal hinzufügen und der hat ein Passwort. Und nachdem der das Passwort hat, konnte ich in den freigegebenen Ordnern, hier den Ordner NAS, dem Benutzer Rackrunner hier mit dem Pfeil darüber schieben, dass der lesen und schreiben darf. Gut,
Solche NAS-Laufwerke sind oftmals für Windows oder Mac gedacht, aber nicht unbedingt für Linux. Das heißt, wir müssen uns um SMB kümmern, um Windows-Freigaben. Gut, ich gehe jetzt hier mal wieder raus. Der also hängt im Netz. Wie könnte ich direkt mal drauf zugreifen? Gut, ihr stört euch nicht daran, bei mir ist es bereits alles eingerichtet. Ihr könnt vielleicht nicht direkt drauf zugreifen. Wir machen erstmal den Weg, wie man es kurzfristig mal einhängen könnte. Datei mit Server verbinden. Mit Server verbinden. Gut, hier steht dann öffentlicher FTP-Server. Das ist es hier nicht. Das ist ein lokaler. Und zwar, wir haben gesehen, das ist anscheinend einer, der eine Windows-Freigabe. Man findet auch die Bezeichnung SMB verwendet. Der Server hat einen Namen. Gut, den musste ich vorher mal einstellen. Bei mir heißt er Buffalo. Das kommt auch an, was ihr da eingestellt habt. Die Freigabe wäre jetzt NAS, der Ordner. Und Domainname, Benutzername, Passwort könnte ich eingeben, könnte ich mich direkt verbinden. Da hat mich natürlich gestört, dass ich das jedes Mal machen muss. Also wenn ich mich auslogge, neu starte, muss ich das wieder nochmal Datei mit Server verbinden. Das hat mich gestört. Das wollte ich nicht. Dann habe ich gesehen, es gab dann eine schöne Webseite. Das Problem ist natürlich bekannt. Mount Windows Shares Permanently. Das ist eine Windows-Freigabe, die da stattfindet auf diesem NAS-Laufwerk. Und wie man das dann permanent einbindet, ist hier beschrieben. Den Link hänge ich euch an. Gut, da braucht man das SMB-File-System. Kann man im Terminal starten, sudo apt-get install smbfs installieren. Da braucht man so ein Paket. Und als nächstes geht's dann los. Man will natürlich keine unprotected Gastzugang für jedermann darauf, sondern man will vielleicht nicht, dass die Oma drauf zugreift, sondern nur der Opa. Oder man nur selbst auf den Ordner NAS zum Beispiel. Ja. So. Und zwar macht man dann Folgendes. Man erstellt eine Datei im eigenen Home-Verzeichnis. Und auch wieder mit dem Terminal kann man das starten. Startet gedit mit Root-Rechten. Legt eine Datei namens smb-credentials an. Ja. Und in die Datei gehört das hier rein. Das ist eine Textdatei. Da gehört halt der Username und das Passwort rein, das er vorher im Web-Interface festgelegt hat. Sieht dann so aus. Ich mache jetzt mal die versteckten Ordner. STRG-H drücken, für die versteckten Ordner anzuzeigen. Gut, jetzt ist natürlich hier eine Textdatei mit meinem Benutzernamen Passwort. Das gefällt uns nicht. Und deshalb wird die nochmal so ein bisschen gesichert. SMB Credentials, also Punkt SMB Credentials, wird angelegt, eine Textdatei mit Benutzername Passwort. Save and Exit, wir speichern das ab. Und dann im Terminal ändern wir halt die Zugriffsrechte, dass das nicht für jedermann sichtbar ist. Selbst wenn ich selber drauf zugreifen wollte, kommt hier die Meldung, kann nicht geöffnet werden. Ist nicht. Gut. Damit haben wir also die Zugriffsrechte so gemacht, dass da so eine Verschlüsselung ist, beziehungsweise, dass man da nicht so einfach drankommt. Gut, der Root kommt natürlich immer dran. Ist schon so ein bisschen sicherer. Gut, jetzt brauchen wir noch die Datei fstub. Fstub. Gut, die müssen wir wieder als Root öffnen. Ich gehe jetzt mal einfach mal so mit dem Dateibrowser drauf. Die findet ihr im Ordner etc. Und dann gibt es die Datei fstub. Da steht schon so einiges drin von mir. fstub, die ist für jeden einsichtbar, der den PC benutzt. Und ich suche jetzt mal nach fstub. Enter. Und in dieser Datei kann man bestimmte Laufwerke schon zur Startzeit des PC einschalten, mounten. Jetzt habe ich zum Beispiel meine SSD-Festplatte gemountet. Gut. Und dann, View, ich muss gerade mal so ein bisschen die Schrift größer machen, glaube ich, sonst seht ihr das hier nicht. Font und Colors machen wir mal ein bisschen größer. Close. Und dann habe ich hier mir eine Bemerkung gemacht, eine Bemerkung mit dem Autozeichen. Gut, und dann kommt Folgendes. Erstmal zwei Schrägstriche,
von links unten nach rechts oben. Dann hieß mein Dingen im Netzwerk Buffalo. Und der Unterordner, den ich mir angelegt habe, hieß NAS. Ja? Also der Netzwerkname, den müsst ihr wissen, was ihr da genommen habt, oder die IP-Adresse eintragen. Da wäre es dann zum Beispiel wichtig gewesen, eine feste zu nehmen. Gut. Und dann wird ein Mountpunkt festgelegt, hier ein Ordner auf unserer Festplatte, wo dieses NAS-Laufwerk eingehängt werden soll. Da kann man auch wieder einen Namen vergeben. Wird im Unterordner Media NAS ein Ordner angelegt und da wird dann halt das hier eingehängt. Ne? Bereits bei der Startzeit. Und hier werden diese sogenannten Credentials, die wir da angelegt haben, wo unser Benutzername Passwort drin steht, bisschen geschützt. Die werden da gelesen, geguckt, ob wir zugriffsberechtigt sind. Und dann wird es schon bei der Startzeit des PCs eingehängt. Gut, haben wir das alles gemacht. Dann sieht's folgendermaßen aus. Dann könntet ihr das Netzwerklaufwerk durchsuchen. Und ich würde dann hier den Netzwerknamen, den ich gesehen habe, finden, ne, Buffalo bei mir in dem Fall, und würde dann entsprechend halt auch die Unterordner sehen, was da drin los ist. Zum Beispiel den Ordner NAS, den ich mir da angelegt habe. Da habe ich mir schon wieder Unterordner angelegt. So, wenn ihr das erste Mal auf dem NAS-Laufwerk, da was eine Windows-Freigabe ist, dann Dateien ablegt, zum Beispiel Bilder, werdet ihr feststellen, dass die nicht automatisch angezeigt werden aus Sicherheitsgründen. Und man kann dann bearbeiten, mit den Einstellungen festlegen, dass in der Vorschau vom Nautilus nicht nur lokale Dateien auf meinem PC angezeigt werden, sondern zum Beispiel auch, dass die immer angezeigt werden, schließen. Wenn ich das jetzt mal wieder aktualisiere, sehe ich jetzt auch das PNG-Bild als Vorschau. Gut. Dann fällt uns auf, ich habe eine Datei angelegt, das ist eine Textdatei, die heißt Test. Da wird mir gesagt, konnte nicht geöffnet werden. Gut, das ist wieder so eine Windows-Vergabe. Normalerweise unter Windows haben die Dateien eine Dateiendung. Zum Beispiel müsste ich dann mal einfach mal sagen test.txt. Und dann wäre es wieder klar, dass das eine Testdatei ist, dass ein Text ist und dann öffnet sich wieder gedit. Funktioniert prima. Gut, so funktioniert das. NAS-Laufwerk Network Attached Storage. Immer wenn ich meinen Rechner jetzt starte, sehe ich hier NAS auf Buffalo. Das heißt, mein Ordner namens NAS auf meinem Laufwerk, das ich mal Buffalo genannt habe. Hier seht ihr es auch, SMB, Buffalo, NAS. Es gibt auch Programme, mit denen ihr SMB-Freigaben, also diese Windows-Freigaben, direkt einhängen könnt. Gut. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und tschüss.